Macher. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe HörerInnen und Supporter, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Independent-Podcasts Boniger Wachmacher, den wir euch heute gerne wie einen wunderbar duftenden Becher direkt ans Bett bringen wollen und den ihr dann mit beiden Händen so genießerisch umklammert und dabei vielleicht sogar kurz eure Augen für einen Moment lang schließt. Hier ist der Bova, hier sind Dax Werner und Moritz Hürtgen, und das führt mich auch schon direkt zu meiner ersten Frage. Moritz, wie geht's dir an diesem Morgen? Also jetzt geht's mir gut. Jetzt geht's mir richtig gut. Ich bin gerade in dieses Wunderland der Meditation dir gefolgt, deinen Worten gefolgt. Habe eine Tasse in mir drin mit beiden Händen genommen und jetzt geht es mir einfach schweinegut. Also mir geht es jetzt richtig super. Alle Sorgen sind vergessen. Ich freue mich auf die Folge heute. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich kann schon nicht mehr reden. So entspannt bin ich. Genau dazu haben wir heute was ganz Tolles. Außerdem, kann ich verraten, haben wir einen super tollen tierischen Blog am Ende. Tierische Nachrichten, darauf können sich die Hörerinnen und Hörer schon besonders freuen. Ja. Aber jetzt erstmal zum Tagesgeschäft. Ja, und zur wichtigsten Meldung an diesem Tag. Ich weiß nicht, wo ihr uns gerade hört, ob ihr noch zu Hause seid oder ob ihr schon unterwegs seid oder irgendwo gestrandet an irgendwelchen Bahnhöfen Deutschlands, denn seit 2 Uhr steht die Schiene wieder still. Mobilität ist ausgestellt. Klaus Weselski, mein Hero, hat wieder einmal mehr zum Streik aufgerufen. Ich weiß auch nicht, zum wievielten Mal. Ist es das 20. Mal dieses Jahr, das 30. Mal? I don't know. Was sind deine Gefühle dazu? Also erstmal finde ich einfach diesen, also mal kurz Tacheles, diese Streiks sind super, Solidarität mit den Streikenden, klasse. Und Punkt zweitens finde ich einfach diesen Klaus Weselski Personality-Kult, finde ich so geil. Er ist auch so ein toller Typ. Also ich bin wirklich ein ehrlicher Bewunderer von ihm und ich finde ihn gleichzeitig auch sehr lustig. So, und jetzt, ich finde auch immer dieses ganze Vokabular auch vom politischen Feind, finde ich gut, wenn dann wieder in der Bild steht, er hat das Land in den Würgegriff genommen. muss ich immer schon lachen. Und ich fühle mich aber von Klaus Weselski eher warm umarmt. Und ich finde es auch, das Ansinnen gut. Und diese Tage gefallen mir immer hervorragend. Wir haben jetzt ja was Neues. 35-Stunden-Streik und danach sogenannte Wellenstreiks, die, glaube ich, hintereinander kommen, unangekündigt und halt besonders effektiv sind. Es wird noch geiler. Es wird immer geiler. Und der Bova steht nochmal ganz ausdrücklich auf der Seite der Streikenden. Das gesagt, und als Bova, als gutes und sorgsames Morgenmagazin, ist es natürlich auch unsere journalistische Sorgfaltspflicht, sogenannte Vox Pops einzusammeln. Und zwar sind wir heute Morgen schon vor der Aufnahme an die Bahnhöfe hier in NRW und in Bayern gefahren und haben dort Stimmen von den Pendlern, von den Gestrandeten gesammelt, um auch so ein diverses Bild, so ein Stimmungsbild einfach mal einzufangen. Und Moritz, hast du wen getroffen? Hast du eine Stimme einfangen können? Ja, also wir sind ja aufgeteilt auf München und NRW. Ich war heute natürlich am Hauptbahnhof München. Ich bin dort mit meinem Lastenrad hingefahren, weil was anderes fährt ja nicht. Immer noch das Illegale? Ja, genau. Immer noch das Lebensgefährliche, mit dem ich ja jetzt auch in der Gruppe Biker Murphy Gang hier unterwegs bin. Aber egal, gab es mehr in der letzten Folge. Ich bin am Münchner Hauptbahnhof und habe dort dann als erstes schaue ich natürlich an meinen Lieblingsort am Bahnhof zur DB-Lounge. Und da kam gerade ein Herr raus, der, glaube ich, ein internationaler Reisender war. Und der hat, den habe ich dann auf Englisch gefragt, Good morning, sir, what do you think about the strikes? Und das ist, was er geantwortet hat. Germany is a tired man after a short night and the low growth expectations are partly a wake-up call. And now we have a good cup of coffee, which means structural reforms. Ja, it's a wake-up call. Sehr ausführliche Antwort für die Uhrzeit. Cup of coffee, yes. Und dann, ne, der war, ich dachte mir die ganze Zeit, was ist, woher kenne ich den? Der ist so gut gekleidet, so schnittig. Ja. Und dann habe ich erst gesehen, das war Christian Lindner. Kannst du dir vorstellen? Ja, ja, ja. Ach, Wahnsinn. Der ist da irgendwie, vielleicht irgendwie war auch sein Dienstwagen im Arsch und dann ist er dort hängen geblieben. Naja, an welchem Bahnhof warst du?
Mich hat es als erstes nach Düsseldorf getrieben, an den Hauptbahnhof. Und dort habe ich auf Gleis 2 auch schon direkt wen getroffen. Vielleicht erkennt ihr ihn ja. Also, es ist ein freies Land. Jeder darf in diesem Land machen und tun, was er möchte. Wir haben gerade. Das sehe ich nicht so. Wir haben gerade darüber gesprochen. Es ging nicht um die Frage, warum macht man das genau? Macht man es aus finanziellen Gründen? Es gibt auch Menschen, die ganz andere Gründe hatten. Die gerne machen Schnecken fressen. Aus Imagegründen teilweise. Die machen das vielleicht, um auch ein Abenteuer zu leben, wie auch immer. Ja, man hört es vielleicht. Ich habe halt ihn gefragt, es war Markus Lanz, er war noch alleine und plötzlich bildete sich eine Menschentraube um ihn herum und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er meine Frage verstanden hat. Es war so im Autopilot noch von der letzten Sendung gestern Abend und hat einfach drauf losmoderiert. Irgendwie hat es gepasst, sehr ausgewogene Antwort, aber wo er jetzt steht, weiß ich auch nicht. Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung, dass um Markus Lanz herum, egal wo er ist, immer ein Talk entsteht. Ja, ich bin dann von der DB-Lounge in München rausgegangen auf dem Bahnhofsvorplatz und da habe ich dann war nicht viel los, aber ich habe da eine Frau stehen gesehen, mittleren Alters, mit so einem wallenden Kleid mit Batikmustern und so bunten Haaren mit Federn drin und die hat eine Gitarre dabei gehabt und hat dann eben sich musikalisch verhalten zum Streik der GDL. Ich spiele es mal ab. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Ja, also ich finde total diplomatisch, wie man sie kennt. Ja, und auch vernünftig, ne? Und ich habe dann gesagt, ja. Frau Bundeskanzlerin. Moment. Und sie hat sich aber verleugnen lassen. Also sie hat gesagt, sie war es nicht. Also, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es Angela Merkel war. Oder vielleicht eine Doppelgängerin, die sich jetzt anders wie was dazu verdienen muss. Ich habe mal einen ganz aufgeregten Voxpop eingesammelt. Und zwar am Frankfurter Flughafen an der Haltestelle dort. Da war jemand gerade aus Mallorca gestrandet. Vielleicht erkennst du es ja. Es würde reichen, wenn die einfach 200 dahin schicken und die Leute einkassieren und sagen, heute Nacht bleibt er mal im Knast, denkt mal ein bisschen drüber nach, was ihr hier macht und morgen kommt er nicht mehr hierher. Dass das nicht möglich ist, das verstehe ich nicht. Da kommt man immer mit Versammlungsrecht in Deutschland. Da muss man, finde ich, die Verfassung irgendwie ein bisschen ändern. Ja, klare Meinung, klare Kante. Muss es auch geben. Soll ich dir sagen, wie ich meine Verfassung ändere, wenn ich so wütend bin? Wie denn? Ja, ich trinke ein Gläschen Wein und dann bin ich meistens entspannter. Naja, cool. ich wollte schon nach Hause fahren. Ich hatte noch eine letzte Stimme, habe ich noch eingefangen. Und zwar, diesmal habe ich ihn wirklich direkt erkannt. Es war Günter Klum, auch der Topmodel-Vater, bekannt aus schon einigen BOVA-Folgen. Und ich glaube, weiß nicht, warum der in München war. Wahrscheinlich war er bei ProSieben, um sich wieder reinzuklagen ins Topmodel, Germany's Next Topmodel-Business. Scheint nicht geklappt zu haben, weil er war auch sehr aufgebracht. Und ich habe ihn dann nach dem Streik gefragt und weiß aber gar nicht, ob er was zum Streik gesagt hat oder zu irgendeinem anderen Skandal, der ihn gerade umtreibt. Aber wir hören mal rein. Es ist unglaublich. Ein Skandal. Mehr unter Klump und Kopf. Der Klassiker. Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, auch zum GDL-Streik, ist ja wirklich ein heißes Thema, rechne ich stündlich damit, minütlich sogar, dass die neuesten Infos auf klum.com reingehen. Surf doch vorbei. Und was tut man nun, wenn man nicht mehr vom Fleck kommt, weil die Bahn streikt oder weil die Autobahnen verstopft sind oder weil ja auch die Lufthansa, bei der Lufthansa, glaube ich, gestreikt wird, wenn ich richtig informiert bin? Man wird sesshaft. Und so will es auch ein Herr, den wir heute schon gehört haben, nämlich Christian Lindner. Und zwar haben wir bei promiflash.de gelesen, das ist ein Portal, das für Leute wie uns, die kein Bunte-Abo haben, bei bunte.de hinter der Paywall abschreibt. Und dort haben wir gelesen, dass in der Rubrik Christian Lindner. Genau, wir haben oben auf den Reiter Christian Lindner geklickt. Den Reiter. Das kommt aber auch noch. Sehr gut. Und ich zitiere mal, nach ihrer Hochzeit vor 2 planen Christian Lindner und seine Frau Franka Lehfeld den nächsten Schritt. Sie wollen sesshaft werden. Lindner wird jetzt zitiert. Ich habe für mich gesagt, ich möchte nicht mehr improvisiert leben. Ich bin die letzten Jahre oft umgezogen, habe unterschiedliche politische Jobs gehabt. Meine Frau und ich haben entschieden, dass wir an einem Ort Wurzeln schlagen möchten. Man hat ein Hauptquartier, wo dann an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt, verrät er gegenüber der Bunden. Ja. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ja. Weil
spricht ja so ein bisschen über die prekäre Wohnbedingung als Mieter. Ja. Und gleichzeitig ist er doch, wenn ich das richtig noch weiß, bei Jens Spahn in Miete. Genau. Er mietet ein Haus von Jens Spahn. Und ist das offenbar für ihn so unsicher, hat er das Gefühl, jeden Moment wegen Eigenbedarf rausgeklagt zu werden, dass er sich bei der Bunden ausholt? Oder was ist hier der Hintergrund? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Denn Jens Spahn und sein Ehepartner, die haben doch diese tolle Villa wieder verlassen und wieder verkauft, auch mit einem kleinen Verlust, die sie in einem Berliner Luxusviertel hatten. Und da kann er ja jetzt jeden Moment in Christian Lindners Wohnung, ist es glaube ich, die er von Spahn mietet, jeder Moment der Eigenbedarf reinflattern. Stimmt. Und das wäre natürlich ein herrlicher Rechtsstreit. Ich sehe Christian Lindner aber eigentlich hier bei mir, also in München oder im Münchner Süden. Es gibt ja hier Grünwald, wo die ganzen Fußballspieler von Bayern und so wohnen, und aber auch noch weitere draußen. Ich glaube, in Oberhaching wohnt der Fußballer Thomas Müller mit seiner Frau. Die haben auch ein Pferdegestüt. Und da passen die beiden Lindners und Lefels doch hervorragend hin. Denn ein großes Thema bei der Wohnungssuche oder der Haussuche wahrscheinlich der beiden ist das Pferd von Franka Lefeld, das heißt Fritzi, ein Wallach namens Fritzi, Spitzname. Und auch Christian Lindner hat jetzt eben Gefallen an den Pferden gefunden. Ich habe noch ein ganz schönes Zitat von Promiflash, was Promiflash bei der Bunden geklaut hat. Und ich lese mal vor, was Christian Lindner sagt. Ich reite ja auch selbst. Ein großes, warmes Wesen mit eigener Seele, das dich trägt. Das ist eine eigene Welt, schwärmt Christian. Ein großes, warmes Wesen, das dich trägt. Das dich trägt, das will ich aber auch. Ich wusste auch gar nicht, dass Christian Lindner so ein empfindsamer Mensch ist. Also ich stelle mir jetzt auch vor, wie er so nur mit so einer bayerischen Lederhose bekleidet, so auf dem Rücken des Pferdes liegt, nicht? Und das Ohr auf dem Rücken des Pferdes, er lauscht nach dem Herzschlag oder was man da geschlossene hört. Geschlossene Augen. Genau, Augen geschlossen und einfach nur isst, einfach nur existiert. Und genau, und dann abends in seiner neuen Münchner Villa vor dem Kamin liegt und Gedichte über dieses Gefühl schreibt. So stelle ich mir das vor. Ja, eine kleine Mikrokritik noch an seinem Zitat, also an seinem poetischen Versuch. Ein großes, warmes Wesen, da geht es ja groß los. Also der Satz beginnt ja riesig. Und er konterkariert so ein bisschen die Erwartungshaltung des Lesers oder der Leserinnen oder uns HörerInnen, indem das Ende so ein bisschen underwhelming ist, das dich trägt. Und ich frage mich, ob das gewollt ist, also ob er da, ob er mit uns spielt. Ja. Aber das ist vielleicht, da müssten wir jetzt nochmal dann die nächsten Promiflash-Artikel über ihn abwarten. Vielen Dank auf jeden Fall an das Team bei Promiflash, dass sie für uns die Bunte lesen und wir dann so geile Zitate von Christian Lindner hier besprechen können im BOVA. Vielen Dank dafür. Kommen wir zu einem Thema, auf das wir auch von außen gestoßen sind, nämlich von unserem lieben Freund der Show Skippy, der mir nach einer der letzten Folgen schon einmal, ich habe das glaube ich auch schon mal kurz anzitiert hier im BOVA, eine Sprachnachricht schickte und sinngemäß sagte, na, ihr macht so eine tolle Sendung, aber dann sind die Endgegner irgendwie die Aussprache von Camembert, Monstera, etc. Und dann ist uns mal aufgefallen in unserer letzten großen Redaktionssitzung, dass in den letzten 8 Folgen sich doch schon so manche Versprecher bei uns angesammelt haben, die wir aber auch nicht so stehen lassen möchten, weil wir verstehen ja auch uns als Morgenmagazin mit Bildungsauftrag, und es kann nicht sein, dass wir hier von so manchem Wort, das uns vielleicht nicht geläufig ist, falsche Aussprachen in die Welt bringen. Und deswegen dachten wir uns, stellen wir heute mal so ein paar Aussprachen klar, über die wir in der Vergangenheit gestolpert sind. Ja, genau. Und also mein schwierigstes Wort bisher, was ich aussprechen musste, und ich kann es immer noch nicht. Jetzt, ich spiele erst mal vor, wie ich gescheitert bin. Ich spiele es mal kurz ein, ja? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, gerade nicht mehr, welche Folge es war, aber ich spiele es mal ein. Wenn du dir, kennst du die Käsesorte? Ich kann sie nicht aussprechen. Camembert. Was? Camembert? Camembert. Camembert? Camembert? Kannst du es richtig sagen, Dax? Also ich habe es kennengelernt als Camembert, aber ich bin wirklich 100% sicher. Wenn ich jetzt der Telefonjoker wäre bei Wer wird Millionär, ich würde dir nicht davon dazu raten. Ja, ja. Ich habe es jetzt auch nicht mehr nachgeschaut vorher, sorry. Also mein Problem ist ja, ich bin zur Schule gegangen
und hatte als zweite Fremdsprache Latein. Also ich hatte nie Französisch und ich denke immer, dass halt beim Französischen jeder Vokal anders ausgesprochen wird, als ich das als Deutscher quasi lesen würde. Deswegen kann das K, das A für mich bei Camembert kein A sein, sondern es muss ein O sein. Ja, verstehe. Camembert. Oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Camembert. Ich glaube auch. Lassen wir es erstmal so stehen. Camembert. Okay. Und wenn das immer noch falsch ist, dann schreibt uns einfach kumo@bonigerwachmacher.de. Ich habe mich begleitet eine Pflanzensorte schon seit Folge 1 und bin mir sicher, dass ich die jetzt schon mehrmals falsch ausgesprochen habe. Hier ist Clip 1. Meine erste Monstera. Eine Zimmerpflanze. Eine Monstera, ja? Das ist Monstera. Ich glaube, das ist der Clip, wo wir es beide falsch aussprechen. Ja. Dann wo war die Zimmerpflanze später nochmal Thema? Und was ich mir auch noch gedacht habe, ich habe ja in Folge 1 über meine neue Monstera gesprochen. Glaubst du, Moritz, dass das Loserkraut nun die Monstera als Trendpflanze ablöst? Ja, ich glaube schon. So, und jetzt hat Skippy gesagt, und dem vertraue ich da in dieser Hinsicht, dass er hat eine kleine Recherche betrieben. Er sagt, am häufigsten sei ihm jetzt untergekommen die Aussprache Monstera. Also mit einem betonten Aber hast du es dann nicht beim allerersten Mal eigentlich sogar richtig gesagt? Ich habe dann Monstera gesagt. Also, was ich aber sehr lustig fand, bei deinem zweiten Mal hast du dir eigentlich die kölsche Version gemacht. So. The Monstera. The Monstera. The Monstera. The Monstera Kit. Ja, und eine Sache noch, wo ich mich in der letzten Folge, glaube ich, nicht getraut habe, eine Richtigstellung anzubringen, weil also, du es auch nicht wusstest. Nee, ich dachte mir schon, es stimmt vielleicht nicht. Ich habe ja nur 3 Jahre Germanistik studiert. Hast du nicht auch was in die Richtung studiert? Ich glaube ja. Und ich dachte mir, genau. Du hast sicher gründlicher studiert. Und deswegen habe ich gedacht, erst, das war falsch, wie du es gesagt hast. Aber darf ich mal kurz einschreiten? Weil vorhin beim Camembert, da hast du ja auch schon, so eine Eselsbrücke, das garantiert alle Vokale, du tendenziell falsch aussprichst und deswegen sprichst du sie so. Und jetzt war schon wieder so ein Glaubenssatz ist da offenbar geworden bei dir, dass du dir das selber nicht zutraust, zu wissen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, dass ich das bestimmt gründlicher studiert habe. Das finde ich nur interessant. Da wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Ja, ja, ich bin sehr unsicher, was Aussprachen und so angeht. So, und jetzt spiele ich mal ab, was du letztes Mal gesagt hast. Ja, bitte. Und eines zum Beispiel, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wie kompliziert sich doch der Kaffeeherstellungsprozess im Hauptstadtbüro gestaltet. Fast schon so ein bisschen kafkesk. So, kafkesk. Und dann habe ich erst gedacht, du hast ein Wortspiel mit Kaffee gemacht. Aber muss es nicht kafkaesk heißen, weil es von dem Schriftsteller Kafka kommt, diese Zustände, wo man quasi, also es geht ja darum, dass Melanie Amann beim Spiegel durch 3 Kaffeeküchen muss, wie in so einer Kafka-Welt, wo alles so, muss es nicht kafkaesk heißen? Ja, es muss kafkaesk heißen. Genau. Entschuldigung an alle Bova-HörerInnen. Hey, wir brauchen so ein Aussprachenschwein, wo wir dann immer ein 5-Mark-Stück reinwerfen. Ein Heiermann. Oh ja. Ist ein Heiermann ein 5-Mark-Stück oder war das der Schein? Siehst du, wir hören jetzt auf in diesem Bereich, weil unser Unwissen wird immer größer. Es wird langsam peinlich. Wobei, es macht den Leuten vielleicht auch Mut. Wenn wir eben auch mal hin und wieder was falsch sagen, meinst du? Ja, genau. Doch, durchaus. Und es gibt jetzt eine schöne Brücke zu unserer heutigen Rubrik Bova empfiehlt. Ihr kennt die Rubrik. Wir als großer Podcast greifen kleineren Formaten, kleineren Produktionen unter die Arme, die vielleicht noch nicht die Strahlkraft und Reichweite haben wie wir. Einfach, weil wir auch was zurückgeben wollen. Und heute habe ich mir eine Sendung ausgesucht, in der es viel um Wissen geht, um Rätseln. Und wo ich denke, das ist etwas, was vielleicht auch uns beiden mal wieder gut täte, da mal wieder reinzuschauen. Du hast Dr. Kawashimas Gehirnjogging auf dem Nintendo DS längst durchgespielt und suchst nach neuen Herausforderungen für die grauen Zellen. Deine Bildschirmzeit ist die ganze Woche schon 2-stellig. Dann belohne dich mit noch mehr Bildschirmzeit.
Denn der bonige Wachmacher hat was für dich. Denn seit 1999 läuft auf dem Nischenprivatsender RTL aus Köln ein ganz besonderes Format für alle Ratefüchse. Wer wird Millionär mit dem unbestechlichen Quizmaster Günther Jauch? Wer schafft es bis zur 16.000-Euro-Frage? Wer blamiert sich wohl als erstes auf Jauchs heißem Stuhl? Woche für Woche lädt der Potsdamer zum gemütlichen Mitraten und Rätseln ein. Vielleicht das letzte große Lagerfeuer, das im linearen Fernsehen lodert. Dort, wo schon Hochkaräter wie Richard David Precht ihren Durchbruch geschafft haben, ist der Traum von der ersten Mille trotz ständig sinkender Wachstumsprognosen noch real. Und was für Grimassen dieser Jauch immer zieht. Einfach zum Abgackern. Wer wird Millionär auf RTL? Bova-Stempel sehenswert. Oh Mann, das ist echt schön, weil ich hatte ja wirklich jetzt mal Bova behind the scenes. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was du heute empfiehlst. Also wir überraschen uns hier auch noch gegenseitig. Das gehört ja auch zu jeder guten Beziehung dazu, dass man sich noch überrascht. Und ich freue mich wirklich für Wer wird Millionär, denn es ist wirklich ein Format, das ich liebe, aber das auch hochgradig albern ist und es eigentlich nicht zu fassen, dass es immer noch läuft und so erfolgreich ist. Wir haben 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Ich frage mich auch, ob Günther Jauch überhaupt noch Gehirnaktivitäten hat während der Aufzeichnung. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir im Jahr 2045 oder irgendwann hier noch den Bova machen, ich glaube, da ist bei mir nichts mehr los. Also das läuft dann einfach. Nee. Funkstille, Sendepause, Redaktionsschluss, genau. Ah, aber jetzt sind wir noch sehr rege und wir recherchieren noch selber und wir suchen schöne Meldungen raus. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Lokalmeldungen, die ihr uns gerne an gumo@bonigerwachmacher.de schicken könnt. Auch heute haben wir eine dabei. Und wir kommen jetzt zu dem am Anfang angekündigten, sehr tierischen, ich möchte sogar sagen, bärigen Nachrichtenblock. Die erste Meldung hat mir meine Frau zugespielt. Ich möchte berichten von einer Sache, die im Stuttgarter Zoo abgegangen ist. Dort wurde nämlich der sogenannte Bärenalarm geprobt. Das Personal des Zoologisch-Botanischen Gartens berichtet das ZDF. In Stuttgart hat am Donnerstag den Ausbruch eines Bären geprobt. Dazu hatte sich ein Mitarbeiter als Bär verkleidet. Und da gibt es Fotos und es war wirklich so ein Karnevalsbärenkostüm. Weißt du, so diese One-Piece-Dinger, wo man reinhüpft. Ein Braunbär. Es sah ein bisschen aus wie auf der Zülpicher an Altweiber. Genau. Ich zitiere weiter. Getestet worden seien die Alarm- und Notfallpläne. Und dabei sei auch eine neue Warn-App für MitarbeiterInnen zum Einsatz gekommen. Und danach ist dann der Bär, wurde auch die Jagd auf den Bären mittels eines Blasrohres geprobt. Es gibt herrliche Fotos, wie der Bär so kniet in diesem Kostüm und jemand mit dem Blasrohr draufzieht. Das müssen wir morgen mal teilen vielleicht. Ja, das teilen wir gerne. Und wenn man das sieht, denkt man jetzt eher, vorsichtig gesagt, dass da irgendwie eine Gruppe von sehr guten Freunden gewisse Vorlieben auslebt. Und abschließend möchte ich noch sagen, diese App, diese Bären-App, die gibt es übrigens bald für uns alle. Sie kommt in die App-Stores und wird heißen Instbärwarn. Oh Gott, das ist das schlechteste Wortspiel, Wahnsinn, das ich je gemacht habe. Ich habe ganz lange überlegt, mit Bär irgendeine bekannte App und ich bin nur auf Instagram Instbärwarn gekommen. Lieber schnell zur nächsten Meldung. Die nächste Meldung hat uns auch per Mail erreicht von unserem lieben Hörer Frank. Vielen Dank dafür, denn es ist wirklich eine fantastische Meldung, die so kurz, aber so gut geschrieben ist, dass ich sie eigentlich fast schon in Gänze vorlesen möchte. Und zwar eine Meldung auf radiohochstift.de. Ich habe, kleiner Behind-the-Scenes-Fact, ich habe mich nach dem Lesen und Recherchieren dieser Meldung noch ein bisschen weiter auf der Seite rumgetrieben. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine der besten Lokalnachrichtenseiten, die ich bislang so in meiner Arbeit für den Bova gesehen habe. Aber das nur am Rande. So, es geht nämlich um eine Beverungerin, sie klagt, weil sie keinen Waschbären halten darf. Sie möchte einen Waschbären halten, aber die Gerichte sagen nein. Und hier ist die Nachricht. Eine Beverungerin klagt in einem ungewöhnlichen Fall heute vor dem Verwaltungsgericht Minden gegen den Kreis Höxter. Die Klägerin will in einer Pferdescheune keine Pferde mehr halten, sondern Waschbären.
Dafür will sie ein Außengehege bauen. Der Kreis sagt, das geht so nicht, weil es laut Bebauungsplan nicht erlaubt ist. In einem Dorfgebiet dürften diese Tiere nicht gehalten werden, weil es sich, und jetzt kommt's, juristisch nicht um Kleintiere handele. Und das sieht die Beverungerin anders und sagt, Waschbären sind Kleintiere. Der einzige Unterschied zu Hunden oder Katzen ist ihrer Meinung nach, dass Waschbären hier nicht heimisch sind. Also. Und ich finde, das ist eigentlich ein Fall, es gibt ja oft diese Prozesse, dann kommt ganz schnell aus irgendeiner Ecke materialisiert sich Ferdinand von Schirach, ja, und schreibt noch eine schlimme Kurzgeschichte über den feinen Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Aber hier ist wirklich ein philosophischer Kern, nämlich was ist ein Waschbär? Ist der vergleichbar zu Hund und Katze oder nicht? Und da würde ich mir wirklich mal eine schöne Fiktionalisierung wünschen. Ja, oder wirklich so ein Schirach-TV-Event, wo dann die Zuschauer danach abstimmen können und dann das noch bei Hart aber Fair diskutiert wird. Das fände ich gut. Ich möchte aber sagen, ich bin auch auf Seiten dieser Frau, denn im Kreis Höxter gibt es ja diesen grauenhaften Dark Tourism zu dem Horrorhaus von Höxter. Keine lustige Sache. Ja, stimmt. Und wenn man jetzt einen lustigen Waschbärenpark hätte, könnte man endlich mal diese unschöne Sache abschaffen und die Region wäre aus anderen Gründen wieder attraktiv für Durchreisende. Ja, hier lässt der Kreis Höxter eine Chance liegen. Finde ich definitiv auch. Genau. Zur letzten Meldung des heutigen Tages und es wird noch bäriger. Man kann es sich nicht vorstellen. Ich lese mal vor. Ich glaube, das war auch eine Meldung bei T-Online. In den sozialen Netzwerken kursierte neulich ein Video, in dem ein Mann drohte, einen Eisbären zu erschießen. Die Drohung soll jedoch nicht ernst gemeint gewesen sein. Also ein Mann hat in einem Video auf einem Telegram-Kanal angedroht, die Eisbären Hertha im Berliner Tierpark zu erschießen. Und dann haben Berliner Medien und auch die Bild darüber berichtet und es stammte wohl aus einer Jägergruppe auf Telegram und der Mann hat dazu noch so Pfeil und Bogen in einem Koffer gezeigt als Bild. So. Und das ist ja wirklich eine grausame Drohung und deswegen wurde der Tierpark geschlossen. Dies ernst zu nehmen. Und auch der für letzte Woche geplante Eisbären-Talk um 11 Uhr, was auch immer das ist, musste abgesagt werden. Doch dann, die Polizei war schon am Ermitteln. Die Kehrtwende, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des Tagesspiegels mitteilte, sei nun doch keine strafbare Handlung festgestellt worden. Und dann sagte die Bild-Zeitung, es habe sich um eine Aktion von Tierschützern angeblich gehandelt, die am Welt-Eisbärentag, der war, auf die Gefährdung der Eisbären hatten hinweisen wollen. Und hier muss ich jetzt mal sagen, das kommt mir enorm verdächtig vor, dass da so eine Kehrtwende kommt. Also meine Verschwörungstheorie ist, dass man bei der Polizei festgestellt hat, dass der Eisbär Bedrohende aus den eigenen Reihen kam. Und dann hat man so ein Narrativ gestrickt. Kannst du dir das vorstellen? Wow. Der Bo war ermittelt. Das ist stark. Ja, nee, der Plot-Twist war zu stark. Ja. Der Plot-Twist, also, weil auch schon das Intro mit dem Telegram-Video, das ich leider nicht gesehen habe, aber du hast es ja schon beschrieben, dieses Video muss ja unfassbar absurd sein, dass er dann nochmal zum Auto geht und Pfeil und Bogen zeigt. Aber was ich mir halt auch gedacht habe, ist, der Eisbär-Talk fiel ja aus. Da gibt es ja auch die Instagram-Meldung zu. Und ich musste direkt denken an das Foto, du kennst es sicher, im Zusammenhang mit 9/11, als George W. Bush in der Grundschule vorliest und dann kommt ein Sicherheitsmann zu ihm und flüstert ihn ins Ohr. Und ich habe mir vorgestellt, wenn man es verfilmen würde, dann würde halt sich halt so der Tierpfleger zum Eisbären so runterbeugen und ihm ins Ohr flüstern. Pass mal auf, der Eisbär-Talk fällt aus. Oder Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, ist mit seiner Freundin, der Bildungssenatorin, gerade zu Gast eben in einer Grundschule. Und dann kommt sein Security und sagt, Herr Wegner, der Eisbären-Talk fällt aus. Naja. Ja, ein unfassbar starker Kurzmeldungsblock, tierisch bis zum geht nicht mehr, bärenstark fast schon. Und was mir besonders gefallen hat, ist einfach, dass heute, also ich sehe da mindestens die Chance, zwei Filme, fiktionalisierte Filme drüber zu drehen, über die Kurzmeldungen heute. Und so stark war der Kurzmeldungsblock noch nie. Das stimmt. Ich bin auch total geflasht. Ich fühle mich bärig und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern des BOWAS noch eine bärige Restwoche. Sagt es doch euren Kolleginnen im Büro auch. Der Bova wünscht Ihnen allen eine bärige Restwoche. Und einen guten Streik
Und ja, wie immer, gebt uns gern 5 Sterne bei Spotify, teilt uns gern in euren Stories. Wir freuen uns jedes Mal. Und dann hören wir uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin. Ciao.